Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, Quality of Life und so weiter, Verbesserungen oder ich nenne es ja nach wie vor gerne Verschlimmbesserungen. Also das Leben in Clash of Clans soll mal wieder ein kleines Stück besser werden. Ich finde es eigentlich schon sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich immer noch Sachen, die es nicht gibt. Aber komme ich gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen und wir gehen auch mal in, ich will nicht sagen im Schnelldurchlauf dadurch, durch die Balanceänderungen, die jetzt anstehen. Falls ihr es noch nicht wisst, im deutschen Client sucht ihr noch vergeblich nach der Information. Da müsst ihr dann schon entweder auf Twitter tätig sein oder aber immer mal wieder die Blogs lesen, also auf der offiziellen clashofclans.com Seite gibt es ja einen Blog oder einen Blog in verschiedenen Sprachen und dort gibt es die Information auch schon, aber hier in-game gibt es die Information nicht. Wir fangen heute mal an mit einem Klankriegsangriff von Sex Pistol hier auf die Nummer 4, um das Ganze mal um so ein bisschen reinzukommen, denn auch an der KI gibt es ein bisschen Veränderungen. Es wird Balanceänderungen geben, vor allem an der neuen Kampfmaschine, die ich auch noch gar nicht so wirklich benutzt habe, also die Flammenschleuder. Und ich habe sie allerdings jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch in den verbleibenden oder nicht verbleibenden, sondern auch im letzten Turnier, glaube ich. Ich meine, es war bei Noobs, glaube ich, weiß es nicht mehr genau, wurde die auch eingesetzt. Und da wirkt sie noch ein bisschen, ich finde, die ist ein bisschen träge und kommt nicht ganz zu Rande. Also ich sag mal so, die Schnelligkeit der Truppen, ihr seht das ja, ist schon, finde ich, enorm. Und wenn du dann natürlich eine Kampfmaschine hast, die immer so weit hinten dran steht, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Aber schöner Angriff hier auf die Nummer 4 und wir haben endlich mal wieder gewonnen. Denn wir haben eine kleine Niederlagenserie hinnehmen müssen. Und im Discord können wir es jetzt auch wieder beobachten, denn dort habe ich heute Morgen vergeblich nach dem neuen Krieg gesucht, denn wir sind schon wieder im neuen, aber unser Kriegslog stand auf nicht öffentlich, also ich habe sie auf öffentlich gestellt und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Also wie gesagt, ihr findet die Informationen hier unter den News noch nicht oder unter Neues, da findet ihr noch den Maintenance Break, der wohl war, keine Ahnung, was da war. Aber vermutlich auch doch, ich weiß, was da war. Ich glaube, da haben sie auch ihre Server mal wieder ein bisschen gepimpt. Obwohl ich finde, das Spiel hier hat eigentlich wenig, wenig Lags. Ich habe schon ewig nicht mehr das Zeichen des Todes hier gesehen. Also dieses flackernde Offline-Zeichen, beziehungsweise wenn die Leitung oder das Wireless LAN mal ein bisschen schwächlich ist. Und aber wir gehen mal ein bisschen näher drauf ein. Dazu muss ich natürlich jetzt mal auf meinen Bildschirm. Ich gucke mal, ob ich euch das auch wirklich zutrauen kann. Ja, ich kann euch das wirklich zutrauen. So, hier sind wir mal auf meinem Bildschirm. Das machen wir mal groß. Und das ist natürlich jetzt noch ein bisschen arg klein. Ich würde sagen, wir machen es mal ein bisschen lesbar, auch für mich. Was ich sehr, sehr witzig finde, nach wie vor an Clash of Clans. Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und wir legen 2022 direkt mit einem Knaller los. Also so ein bisschen witzig ist das Team ja nach wie vor und wir wollen ein bisschen genauer erklären, was es überhaupt oder welche Inhalte überhaupt bei dem Quality of Life Verbesserungen erleben dürfen. Bitten nur um etwas Geduld, während wir diese Änderungen integrieren. Ja, ich denke mal, die Gemeinde um Clash of Clans rum ist sehr geduldig und wartet da immer ganz brav auf die Updates. Also keiner ist so, ja, wann kommt es endlich und so weiter. Es gibt so ein paar Sachen, die habe ich nicht verstanden. Das fand ich auch sehr witzig, anstatt lange um den heißen Brei herumzureden, wie bei manchen Kochrezepten im Internet. Das stimmt wohl. Also viel Wahres ist da in jedem Fall dran, die ihre komplette Lebensgeschichte erzählen. Wir haben nämlich einige Dinge zu besprechen. Ja, extra Leben für Helden. Ich lese es mal schnell vor und dann könnt ihr mir mal sagen, habt das sofort verstanden oder musstet ihr das auch 30 Mal lesen? Wenn ein Held am Ende eines Angriffs 50% Trefferpunkte übrig hat und die
Extra-Lebensleiste zu 100% gefüllt ist, dann wird der Held komplett geheilt und die Extra-Lebensleiste auf 50% reduziert. Wenn ein Held 0% Trefferpunkte hat und die Extra-Lebensleiste zu 100% gefüllt ist, dann wird der Held komplett geheilt und die Extra-Lebensleiste auf 0 reduziert. Wenn ein Held 0 Trefferpunkte hat und die Extra-Lebensleiste zu 50% gefüllt ist, dann wird der Held zu 50% geheilt und die Extra-Lebensleiste auf 0 reduziert. Alles klar? Ja, ganz einfach, oder? Ich verstehe es noch nicht, aber scheinbar gibt es jetzt extra Leben für Helden. Sie haben das Feature mit reingebracht, sie wollen das Feature mit reinbringen, weil, das wisst ihr selber, wenn eine Armee ausgebildet ist, steht die nächste Armee eigentlich schon in den Startlöchern. Nur die Helden sind noch nicht fertig. Und dadurch, dass sie jetzt eine extra Lebensleiste haben, je nachdem, wie der Held aus der letzten Schlacht kommt, kann es sein, dass er dann zu 100% wieder dasteht oder kann es sein, dass er zu 50% wieder dasteht. So wollen sie es in jedem Fall regeln. So wollen sie es in jedem Fall regeln. Und zusätzliche Informationen, also es gibt zum Feature, ist es ein Feature extra Leben. Helden heilen zuerst ihre Trefferpunkte, sobald die bei 100 sind, fängt die extra Lebensleiste an, sich zu regenerieren. Okay. Bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich denke mal, ihr seid da auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber ich finde, es ist eine sehr, sehr nützliche Sache und eigentlich schon lange überfällig. Gerade wenn man ein bisschen pushen will oder wenn man einen Trank eingelegt hat, der natürlich eigentlich alles boostet, dann sind die Helden auch relativ fix wieder da. Aber wenn man das nicht hat und möchte jetzt mal wirklich 2-3 Angriffe hintereinander machen, ist das natürlich top. Änderung an der Clan-Benutzeroberfläche. Das finde ich unheimlich sinnvoll, aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen den, ich will nicht sagen den Hass schürt, ja, aber man kann demnächst sehen, wann sich Clanmitglieder das letzte Mal im Spiel angemeldet haben. Das sehen nicht alle, sondern nur Anführer und Vize. So nach dem Motto, du warst doch heute Morgen da, warum hast du mir keine Truppen gespendet? Und solche Sachen werden sicherlich irgendwo kommen. Ist natürlich ein bisschen doof, finde ich. Und ich weiß auch nicht, ob das so im Sinne des Datenschutzes sicherlich schon ist, weil man gibt ja nichts von sich preis, sondern eigentlich nur, weil man da war. Für mich ist natürlich ein bisschen doof, denn meine Anführer sind hier im Spiel ganz, 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 ganz oft nicht da. Weil das sind halt von mir Charaktere, mit denen spiele ich so gut wie gar nicht. In der Ansicht der Clan-Profile gibt es nun neue Optionen. Die Anzeige der Clan-Mitglieder kann man endlich sortieren. Die Optionen sind dann nach meisten Trophäen, höchster Rathauslevel, Rolle, Datum der letzten Anmeldung, meistgespendete Truppen, meist erhaltene Truppe und höchster EP-Level finde ich in Ordnung. Finde ich absolut in Ordnung. Kommt ein kleines Feature mit dazu, kann man mal so ein bisschen, ist ein bisschen was auch für die Statistiker. Und dann kann man mal sehen, wer ist aktiv, wer ist semi-aktiv, wer ist gar nicht aktiv. Das finde ich eigentlich absolut in Ordnung. Dass ein Symbol zeigt den Rathauslevel jedes Spielers im Clan-Profil an. Das Symbol ersetzt den EP-Level, der vorher im Clan-Profil angezeigt wurde. Finde ich auch in Ordnung, dass das so ein bisschen visueller wird hier. Und es gibt natürlich Balanceänderungen. Auch das ist immer ein bisschen Quality of Life. Also Bewegungstempo des Elektrodrachen wurde leicht erhöht von 1,5 auf 1,6 Felder pro Sekunde. Das hört sich erstmal nicht viel an, kann aber mit Masse auf 10 Drachen gerechnet schon sehr, sehr viel sein. Kann man eigentlich 10 Stück bauen? Kann man, glaube ich. Der Zerstörungsschaden des Kampfzeppelins wurde von 1.000, 1.200, 1.400, 1.400, das ist von den verschiedenen Stufen halt, Stufe 1, 2, 3 und 4, heftigst genervt. Finde ich, 700, 800, 900 und 1000. Also die vierte Stufe hat jetzt die Zerstörung, oder demnächst die Zerstörung, den jetzt die erste Stufe hat. Das ist ein großer Einschnitt, finde ich. Und mal sehen, wie das Kampfzeppelin noch nach wie vor weiterhin genutzt wird. Oder dass man sagt, das Ding hat jetzt so wenig Zerstörungsschaden selber. Das nehme ich nicht mehr, aber das ist schon, finde ich, ein großer Einschnitt. Die Flammschleuder, die ich noch nicht benutzt habe, sie verschießt jetzt von 3 verschiedenen Feuergeistern anstatt eines Geschosses, das aus 3 Feuergeistern besteht. Wie gesagt, habe ich noch gar nicht so richtig gesehen. Der Angriff wurde so ein bisschen erhöht auf die Stufen 1 bis 4. Der Flächenschaden wurde durch indirekte Treffer auch reduziert. Maximale Feuer-DPS wurde auch leicht reduziert. Feuerschaden erhöht sich viel schneller. Die Lebensdauer wurde verkürzt. Und die KI wurde für mehr Zuverlässigkeit angepasst. Okay,
Ich weiß jetzt nicht, wo die Unzuverlässigkeit war, aber vielleicht schreibt er mir das einfach mal in die Kommentare, damit ich nicht ganz dumm lebe. KI-Änderungen gibt es reichlich, also die zufällige Zielauswahl von Belagerungsmaschinen wurde entfernt, Zufälligkeit der Angriffsposition von Bodentruppen bei in unmittelbarer Nähe befindlichen Zielen wurde reduziert, ein automatischer Zielwechsel beim Angriff auf eine in der Nähe befindliche Einheit findet nur noch statt, wenn sich der Angreifer in Reichweite befindet. Finde ich auch sehr, sehr gut. Änderungen in Clanspielen. Wer eine Clanspielherausforderung abgeschlossen wurde, erhält die Benachrichtigung über das Abschließen nun über die Schaltfläche neue Herausforderung, über die du das Clanspielmenü aufrufen und eine neue Herausforderung auswählen kannst. Vorher musste man ja wirklich immer wieder auf die Karre klicken, um zu sehen, ich habe was abgeschlossen. Und aber eigentlich kommt ja so ein visuelles Symbol rechts unten, einmal so eine kurze Leiste und zeigt einem das an, aber danach sieht man es eigentlich erstmal nicht wieder. Längs überfällig und hier als absolutes High-End-Feature aufgeführt, der Musik- und Sound-Schieberegler. Warum gibt es den nicht eigentlich schon ewig? Manchmal frage ich mich das, warum gibt es den eigentlich schon nicht oder warum gibt es den nicht schon immer? Ja, aufgrund der großen Nachfrage ist nun möglich, die Lautstärke der Musik und Sounds im Spiel mit neuen Schiebereglern anzupassen. Vielleicht hast du die Spielmusik schon länger nicht mehr angehört, in der Tat. Also warum gibt es denn nicht eine Chance? Naja, es sind immer die gleichen Titel, weißt du? Immer so, es ist auch sehr eintönig, ne? Ja, und dann, wenn du einen Angriff machst, ist halt ein bisschen was anderes. Aber bei den einen oder anderen sollte man vielleicht visuell schon dabei sein, weil es gibt ja nun auch Effekte, die hört man visuell und die hörst natürlich nicht, wenn du Ton und Musik aus hast oder sagen wir erstmal Ton. Änderung im Goldpass, das finde ich richtig, richtig nice und ihr wisst, das passiert mir auch super, super häufig. Wer noch nicht aus Versehen Truppen mit Juwelen gespendet hat, kurz nachdem der Goldpass abgelaufen war oder gerade erneuert wurde, so wie ich das ja gerne mache, mache den Goldpass und spende sofort Truppen und stelle dann fest, du hast den einen Gem-Juwelen-Dings ja noch gar nicht freigeschaltet. Ja, wollen Sie den unnötigen Schmerz in Zukunft vermeiden. Also es wird dann kommt immer ein Warnhinweis, dass man nicht die einen Gem-Spender hat. Ich hoffe natürlich für die, die eigentlich immer so spenden, die vielleicht gar keinen Pass haben, die vielleicht dann immer so spenden, ist das natürlich sehr nervig, dass er jedes Mal aufpoppt. Achtung, du hast kein Juwelspender. Kann also auch nach hinten losgehen. Oder man kann halt vielleicht irgendwo einen kleinen Haken setzen, diesen Monat nicht mehr erinnern oder sowas. Keine Ahnung, lassen wir es überraschen. Es gibt Fehlerbehebungen, es gab ein paar Crashe. Oftmals hier Behebungen, die wir vermutlich gar nicht so festgestellt haben oder nie feststellen konnten. Wenn die Clan-Historie zu schnell nach dem Kriegslauf geöffnet wurde, okay, dass dann der Client gecrasht ist. Ich hab das leider noch nicht gehabt, was heißt leider? Zum Glück. Die Möglichkeit, Gebäudeverbesserung während des Anfangs abzubrechen, wurde entfernt. Aha, da der Spieler sonst stecken bleiben würde und das Tutorial nicht abschließen könnten. Okay, Truppen aus der Belagerungskaserne erscheinen nicht innerhalb von Mauern, wenn die Tornadofalle die Belagerungskaserne in Richtung einer Mauer drückt. Okay, ja, die haben da wahrscheinlich irgendwo festgesessen haben, eine kurze Zeit, so lange bis die Mauer weg ist oder so, kann ich mir ganz gut vorstellen. Truppen, die durch die Schrumpffalle kennt natürlich jeder, ja, die im Spiel jetzt im Moment nicht ist, verlieren keine Trefferpunkte. Also es gibt, ich weiß gar nicht wann das ist, im Herbst oder sowas, gibt es oder gab es mal so eine Schrumpffalle als Gimmick, da wurden die Truppen dann tatsächlich geschrumpft und haben dann wahrscheinlich Trefferpunkte verloren, während sie geschrumpft sind. Jetzt verlieren sie keine Trefferpunkte mehr. Bin ja mal gespannt, wann die Schrumpffalle mal wieder kommt. Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Kampfzeppelin während des Kampfes in der Nähe des feindlichen Rathauses in der Luft stehen blieb. Okay, oftmals bleibt er da stehen, weil Feger und so, weiß ich nicht, wie ich das deuten soll. Und in der Info-Ansicht der Superdrachen wird nun die korrekte DPS angezeigt. Okay, ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass da die inkorrekte DPS steht. Und zusätzliche Änderungen der Support für Facebook-Freunde
wurde entfernt. Ihr seid jetzt nicht mehr meine Facebook-Freunde. Also Clash of Clans über Facebook geht aber noch irgendwie, glaube ich. Muss man jetzt noch ein bisschen anders machen. Ich meine, das ist schon hier in Clash of Clans einmal erklärt worden. Also liest sich schon mal ganz gut hier, die lange Liste, muss ich mal so sagen. Und trotzdem fehlt mir nach wie vor ein Feature. Ich muss das jetzt mal aber eben mal wieder wegmachen hier und springe mal wieder auf meinen Client. Denn es gibt immer noch ein Feature. Ich finde es gut, dass jetzt diese Helden demnächst so ein bisschen extra Life haben, ja, und ein bisschen schneller regenerieren. Aber sind wir ehrlich, Leute, eins fehlt immer noch. Die olle Clanburg. Ja, die olle Clanburg. Denn der Timer ist immer noch nicht verschnellert. Glaube ich zumindest, ne? Ist immer noch nicht verschnellert. Das heißt, wenn ich also pushe, habe alles fertig, meine Helden, meine Truppen etc., meine Zauber, das, was noch nicht wieder ready ist, dass ich wieder anfangen kann zu anzufragen hier unten die Spende, ist oftmals die Clanburg. Das haben sie immer noch nicht mit drin und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Da müssen wir halt noch ein bisschen mehr nölen, dass das Ganze reinkommt. Und ich würde aber sagen, wir schließen die Folge einfach mal mit so einem Angriff hier von mir ab. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Verschlimmbesserung findet. Und ich finde sie eigentlich in Ordnung. Liest sich zumindest sehr, sehr gut. Clash of Clans wird dadurch wieder ein ganz, ganz kleines Stück größer. Und den nehmen wir ruhig mal mit, ne? Na, der hat aber nicht so viel Gold und Silber für uns. Mit Gold und Silber meine ich natürlich Elixier und Gold. Das Dunkle ist jetzt nicht mehr so wichtig. Da haben wir alles fertig, beziehungsweise ich. 805, 700, das liest sich schon ein bisschen besser. Und was haben wir denn eigentlich hier? Ah, da haben wir auch den Schleuderer, okay. Ich nehme den nicht so gerne, muss ich sagen. Ich nehme den Schleuderer nicht so gerne. Deswegen nehmen wir mal, glaube ich, die Queen hier oben hin. Und habe ich jetzt den Faden verloren. Ist immer, wenn ich dann angreife, habe ich irgendwie den Faden verloren. Warum auch immer. Ist aber nicht so schlimm. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, worauf ich gerade hinaus wollte. Könnt ihr mir vielleicht doch noch mal auf die Sprünge helfen oder so. Ich weiß es echt nicht mehr. Naja, okay. Ah, echt merkwürdig, Toto. Was ist mit dir los? Man wird nicht jünger, ne, Leute? Man wird nicht jünger. Und trotzdem erhält einem die Spiel natürlich. Ah, komm, der Mauerbrecher. Ah, fast noch geschafft. Mal sehen. Oh, die gehen jetzt natürlich durch eine doofe Mauer da durch. Aber da ist die Mauer in jedem Fall noch offen. Da unten auch noch. Okay. Geht noch ganz gut. Und ich muss den Worten eben wieder umstellen. Den hatte ich nämlich gestern anders stehen. So, einmal, zweimal. Da kommt jetzt ein King mit dazu. Hier sind natürlich 1, 2, 1, 2. Machen wir das mal so. Mal sehen, wie die weggehen. Und dann würde ich sagen, die gehen ja auf jeden Fall auf alles. Setzen wir die mal von dort. Den hier mit rein. Den hier mit rein. Oh, meine Queen. Darf mir da nicht abhanden kommen. Den nehmen wir auch mal mit rein. Hier einmal den Unsichtbarkeitszauber. Wir wollen ja den Loot. Ne? Wir wollen eigentlich nicht unbedingt das Rathaus. Das interessiert uns jetzt nicht so sehr. Denn wir wollen ja eigentlich den Loot haben. Und das Rathaus ist in Ordnung. Ja, wenn wir es mitnehmen, ist in Ordnung. Und Queen habe ich jetzt schon gezündet. Habe keinen Giftzauber genommen. Okay. Aber meine Clanburg ist auf jeden Fall auch schon raus. Schnell mal den Gladiator hier gezündet. Den Inferno schaffen wir noch. Jetzt schaffen wir. Oh. Nein. Nicht. Lasst meine Heiler noch, obwohl es ist gar nichts mehr da, was geheilt werden kann, oder? Ah doch. Der Pekka. Okay. Pekka hier hinten und dann haben wir da noch einen Yeti. Okay, da haben wir noch einen Yeti. Ich habe noch 5 Minions. Das ist natürlich auch nicht sehr, sehr viel. Der Yeti merkt jetzt auch nicht, dass da die Mauer auf ist. Nein, er will sein Mauerstück aufhaben. Ja. That's me. Er will also ganz klar sein Mauerstück aufhaben. Und wir nehmen die 5 hier mal mit rein. Vielleicht machen die Hütte da noch oder das große Lager. Jawohl, das große Lager. Der hat auch noch ein paar Mites dabei. Sieht ganz gut aus. Wie viel haben wir denn? Oh, so viel haben wir gar nicht abgeschröpft, aber immerhin so ein bisschen. Und die Päckerdame stirbt jetzt aber auch. Da ist der Beschuss doch ein bisschen hart. Und jetzt war es das aber auch. Oh ne, immer noch in Heilung. Der Kampf ist noch nicht vorbei. 16 Sekunden, 15 Sekunden. Ah, sieht ganz gut aus. Ich farme hier so ganz, ganz normal so 1, 2, 3 Angriffe pro Tag. Und dann natürlich die Clankriege. Im Clan Free-to-Play bin ich auch wieder ganz gut aktiv. Allerdings noch nicht wieder selber, sondern starte im Moment und stoppe nur die Clankriege. Oder starte sie eigentlich nur. Ah doch, das sieht ganz gut aus. Und aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wann diese Veränderungen kommen und wie sie kommen.
Also damit ich euch das Ganze nochmal zeigen kann, dass es hier halt nur in der deutschen Version noch fehlt, ist, hier unten steht es schon in den News, ja, Bonus Quality of Life coming soon. Das gibt es halt im deutschen Client noch nicht, da müsst ihr dann halt auf Englisch stellen. Ich lasse mal auf Englisch und deswegen nochmal die Information, aber ihr habt das wahrscheinlich ja gestern schon bei den anderen YouTubern, denke ich mal, gehört. Da, wo der ein oder andere das natürlich mal wieder als größtes Update aller Zeiten hergestellt hat. Mann, das ist gar kein Update, ist doch nur QL, Lebensverschlimmbesserung. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns in weiteren Folgen, auch in dieser Woche. Die Woche fängt jetzt für mich Clash of Clans mäßig etwas anders an. Also ich wollte eigentlich am Dienstag schon starten, habe das aber verbaselt, weil ich da auch in den Kriegen war und habe dann abends nicht aufgenommen, sondern eher meine Angriffe gemacht. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich wünsche euch noch, ja, wir haben jetzt schon wieder Wochenmitte, ich wünsche euch noch eine angenehme Restwoche. Lasst euch nicht ärgern von dem harten Sturm, der jetzt auf uns zukommt, zumindest über Deutschland. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Vielen lieben Dank, euer Toto. Clasht.